Hallöchen und willkommen zurück bei Guild Wars 2 im Teichio mit Marius, wie eh und je. Genau. Und wir haben uns gerade in einer kleinen Pause mal ein Gebietchen ausgesucht, wo wir denn jetzt als nächstes leveln wollen. Und zwar hier drüben neben der Ashford. 40 bis 50 ist ja ungefähr unsere Liga. Würde ich behaupten. Gerade so. Gerade ja, so. Klar, wir sind doch 41. Ja. Kann sein, dass wir dann nochmal switchen müssen. Das wird sich zeigen, wie wir dort klarkommen. Aber wir porten uns da jetzt erstmal runter zum Dämmerspalt-Aussichtspunkt. Ach ja, ich habe mich gerade gewundert, warum da davor so ein Sternchen ist. Aber die Ashford haben wir ja abgeschlossen. Komplett. Ja. Eins der beiden das Gebiete. Das kommt immer. Genau, das kommt ja immer, wenn du ein Gebiet zu 100% abgeschlossen hast. Genau. Und ich habe keine Ahnung, wie das Gebiet heißt. Es steht nämlich kein Name dran. Na, da gehen wir einfach mal rein. Ich heiße es auch... Flammenkammsteppe. Oh, ist das ein geiles Bild. Ja, das Bild ist echt ziemlich nice. Du wolltest doch ein crazy Gebiet, oder? Ich glaube, ja. Da hast du es. Hab ich gesagt. Okay, düster, 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 düster. Ja. Krasser Mist. Könnte interessant Hier werden. Hier war ich, glaube ich, noch nie. Dann könnte es noch interessanter werden. Mal kurz ein bisschen Geraffel verkaufen, wenn hier schon mal ein Händler ist. Krempel ansortieren. Oh, hier scheint es aber gut abzugehen hier. Übelst am Trainieren die ganzen Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Darüber habe ich mal was bei Wiki gelesen. Hier ist der eine Drache drüber gezogen und hat eine komplette Schneise. Ach ja! Marius, mach mal die Karte auf. Moment, ich tu gerade entcraften. Du machst jetzt die verdammte Karte. Okay, Karte auf. Da siehst du doch so einen übelst großen lila Strich lang, ne? Ja. Was auch durch das Pumpgebiet dort unten von den Feldern der Verwüstung. Das geht doch von komplett im Norden bis runter in den Süden. Die Kristallwüste und noch da. Weiter, ne? Und noch weiter, genau. Da ja. Ist Titan drüber geflogen und hat alles zerstört. Ah ja, nice. Schönes Gebiet. Deshalb ist ja auch wieder dieses lila Baba-Gebiet. Ja. Okay, sehr cool, hier sind wir genau richtig. Keine Gratis-Brot. Gibt's hier auch einen Speer? Ein paar hier in der Umgebung. Fangen wir mal im Norden an, da ich hoffe, da ist es einfacher. Werden wir sehen. Ja, tun wir das. Ah ja, ich habe ja hier irgendwie Daily abgeschlossen. Gibt's wieder ein Lore-Blättchen und Münzen und Karma und. Bist du noch da? Ja, bist du. Na, immer hinter dir. Okay, das klang jetzt falsch. Ja. Hyäne Level 42 geht. Geht. Hier ist ein Tuckerwahn-Sprössling, denn neues Holz. Neues Holz ist altes Holz. Ich müsste mal wieder ein bisschen. Wir müssten mal wieder ein bisschen, ne? Auch was anfangen mit dem Holz. Ja, das ist aber mal in der Offline-Session war. Ja, genau. Weil das ist ja jetzt für alle eher unspektakulär, wie wir irgendwas zusammenhauen und craften. Genau, erstmal hier irgendwie zwei Folgen lang dort am Weidemann stehen und Crap machen. Für uns ist witzig, aber für euch, naja. Ja. Könnte allerdings halt passieren, dass man dadurch da ein bisschen levelt, aber naja, mein Gott. Als ein Kaufmann, verpasst der wenigstens... Verpasst man auch nichts wegen eben Level oder so. Können wir wenigstens grüne Wiederherstellungskits kaufen. Oho. Klingt ja interessant. Oh ja. Mir ist gerade weitergehen. Jo. Ach, hier ist ja schon ein Herz. Ja, was soll man machen? Herz. Vernichtet die Skrit. Okay, jetzt soll man Skrit mal wieder vernichten. Ja, immer hilfst du, immer vernichtest du, ich weiß auch nicht. Es sind so Schubsrumbälle, Dingensbummeln, so weiß ich. Viel Bälle der Laune, der irgendwo. Oh, 45. Ja, 45 habe ich auch gesehen, aber es geht ja noch ganz gut hier. Ja, sind ja zu zweit. Zweit ja. Sind wir ja quasi Level 82. Genau. So rechnet sich das. Ja, und nie anders. Nee.
Hier ist eine Höhle, da sind da bestimmt Skrit drin. Ja, lass erstmal mit dem Speer reden. Speer? Ja, hier oben ist ein Speer. Steckt der dort? Man munkelt, dass die Inquestur sich oh, Quest für Level 46. Naja. Böse Azura sind keine Kleinigkeit und sie kommen zum unpassendsten Zeitpunkt. Kundschafter haben ihre das war schon, ja, okay. Entdeckt. So, wie, was ist die Quest hier unten? Es ist 45, ach, schaffen wir. Schaffen wir. Im Zweifel leveln wir dadurch schneller. Ja, genau. Ich hatte ja schon lange kein Essen mehr, was ich werfen konnte. Zum schneller leveln. Das ist schade. Ja. Boom, bam, wusch. Du stampfst mit deinem Knüppel da rum. Oh ja. Oh ja. Ja, der macht auch gut Schaden, muss ich sagen. Fetzt. Die machen ganz schön, also... auch die Gegner. Ach, Quark ist das. Die können doch nicht. Dann hab ich wahrscheinlich nur Akku die ganze Zeit. Ja, du hast doch bloß mittlere Rüstung. Ja. Kack Gefechtsturm, stirb halt einfach. Auch auf mich zu schießen. Was denn? Irgendwelche Holzkisten, die mit denen man nicht anfangen kann. Bam, stirb halt, stirb! Level 46. GZ? Zum Glück ist es aber... Habt ihr mal ein paar Handschuhe gepostet? Zum Glück ist es nicht so wie in WoW, da war es doch, wenn man irgendwie 4 Level unten drunter war oder so, dann haben die ihn gewone-hittet. Hatten so einen Totenkopf als Level-Anzeige. Wurde man da gleich gewone-hittet? Das weiß ich gerade. Das war auf jeden Fall sehr tödlich, sich mit so einen anzulegen. Hier geht's ja eigentlich. Ja, das stimmt. Komm her, du scheiß Krips. Jetzt hasse ich dich und später in irgendeiner Quest liebe ich dich wieder. Ja. Das sind bestimmt wieder irgendwelche Abtrünnigen oder... was auch immer für... Ja, ja. Du willst doch Feinde schafft dich selbst. So. Achso, die Handschuhe, was sagst du dazu? Ah, nee, danke. Okay. Das sage ich dazu. Ja, wenn die will, dann wisst ihr. Ja, so ist das halt, ne? No. Ja, ja, so ist es nur einmal. Waren die jetzt nicht erst wieder in Görlitz gewesen? Oder ist es schon wieder länger? Nein, her, oder dieses Jahr waren sie nicht. Was? Ja, dieses Jahr waren sie gar nicht auf Bord. Schade. Fertig. Ich noch nicht. Was ist denn falsch bei dir? Visioni, jetzt bin ich fertig. GZ. Weggeprügelt. Oh, Meister des Hammers, 100 Todesstöße. Na, so muss das doch sein. So, jetzt sind wir auch quasi Level 42. Also ich zumindest. Was? Geht denn das immer bei dir? Stürzen wir uns mal zu dem Fähigkeitenpunkt dort unten, wa? Können wir machen, wo auch immer. Na hier so Richtung Osten. Mal schauen. Ach da.
Oh, da, so mitten so, in dieses komische genau, Gebiet. Da, wo es so schon so bedrohlich aussieht. Wo es so seltsam lila schimmert. Und da ist auch noch ein Speer. Ein ganz anderes Zeug. Oh, hier sind jede Menge Leute um diesen Fähigkeitenpunkt. Vielleicht gibt's hier was Cooles. Das ist nur ein Ort der Macht eigentlich. Ist ja langweilig. Katsching, Level 42. Gibt's doch nicht. Also mir fehlt noch über einen Strich. Über ein Strich? Ja. Hier ist nicht was Falsches bei mir. Ach, komische Sachen. Ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Steinmauer vielleicht bombardieren? Scheinbar nie. Lass die Statue in Ruhe. Oh, Geister hatten wir ja schon lange nicht mehr. Oh, blockende Geister, wie erfreulich. Meine Lieblingsgeister. Jetzt, ab 42 gab es wieder einen Fähigkeiten-, Eigenschaftenpunkt, was auch immer das für eine Logik ist. Ich weiß nicht, wie die das neu berechnet haben. Ja. Aber auf was gehe ich denn jetzt? Kraft? Ach, gehen wir mal auf Kraft und Zustandsdauer. Das ist irgendwie, klingt irgendwie eklig. Heilung und Wildheit. Ach, ich Zustandsdauer klingt eklig. Ich mag Zustandsdauer nicht so. Ich will lieber Schaden machen und nie irgendwelche Buffs ewig anhalten lassen. Machst du auch damit Schaden? Ja, ich weiß. Ich will lieber Instant-Schaden machen. Ach so. Na, sag das doch gleich. Du verwirrst mich bloß. Habe ich bei Diablo auch am Hexendoktor nie gemacht. Der hat quasi nur Fähigkeiten, die so halt Dots. Und ich will aber mit immer eine große Zahl stehen haben und nie 20 Kläne. Die quasi dann aber genauso hoch sind wie eine große, aber ich will das sofort haben. Ach so, okay. Gerade bei Diablo ist es eigentlich auch wichtig, finde ich. Es nutzt dir nichts, wenn der Gegner zwar stirbt, aber erst 5 Sekunden später stirbt, wenn man selber schon tot ist in der Zeit dann. Ja. Ne? Viel bringen diese sehen, Geister will. Nee, nicht wirklich. Wir sind da aus 47, ey. Boah. Oh ja, ich bin nur down. 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 Kampf ums Überleben und Wunden lecken lassen. Ah, so geht's natürlich auch. Habe ich hier jetzt eingesammelt? Wahrscheinlich fürs Event irgendwas. Ja. Ah. Punch. Bist du gelevelt? Ach, nein. Fehlt immer noch ein Strich. Jetzt? Ja, natürlich. Cool. Wieder so ein Dingsy tot. Und unten rennt noch einer. Kann man nicht anfangen damit. Oh, außerhalb des Gebiets. Jetzt muss ich auch noch Fernkampf machen. Mit meinem Jäger.
bald läuft. Komisches Gebiet, komisches Rätselzeug. Ich will nie denken müssen. Bei einem Ach, Marius. Deswegen war das erste bei WoW, was ich mir runtergeladen habe, war der Questhelper. Ja, gut, das stimmt. Ich kann mir noch nicht mal vorstellen. Früher gab es noch MMOs, wo man nicht angezeigt bekam, wo denn die Quest hingeht. Wo man den ganzen Text teilweise lesen musste. Das war ziemlich hässlich. Das war wirklich ziemlich hässlich. Also ich hatte ja noch WoW zu Classic-Zeiten gespielt. Ich habe oft als Quest nicht gleich gefunden. Ja. Da bin ich viel rumgerannt. Das war, ne? Das war noch eine ganze Zeit lang so. Den Questlog noch lesen. Den Questlog. Ich hab auch, was dir der Typ nur wirklich erzählt hatte. Ich habe auch noch eine ganze Weile mit Questhelper gespielt, beziehungsweise halt, wo ich das noch nie kannte, ohne. Und dann haben sie aber irgendwann eingeführt, dass halt die Quests einfach angezeigt wurden auf der Map. Ja, irgendwann wurde ja jedes Addon nach und nach eingeführt. Eben damit du nicht auf Addons zurückgreifen musst. Ja, ja. Wobei ich gerade nie weiß, ob sie diesen Damage-Meter und sowas, das ist glaube ich immer noch nie... Ja gut, nee, das kann ich auch nicht. Oh, das Tier hat mich gesprengt, erstmal eiskalt. Eiskalt. Also eiskalt. Ich komm vorbei. Passt schon. Nein, ich will die Erfahrungspunkte haben. Ich verdanke euch mein Leben. Ich verdanke euch mein Leben. Oh, ganze 164. Ich verdanke dir doch aber mein Leben. Schaffen wir mal hier so eine Dinger weg, wa? Das ist genau, was ich suche. Vielen Dank. Bitte kommt wieder, wow, falls ihr mehr davon findet. Ich hätte erwartet, es gibt irgendwie einen vollen Balken, wenn wir das wegbringen, aber... Nee. Sind halt kacke. Weil ich auch das Gefühl hatte, ich hatte irgendwie 12 schon eingesammelt. Ah ja, dein Gefühl, Marius. Ja. Passt ja auch auf den Teelöffel, hä? Das passt auch auf den Teelöffel, das stimmt. So, 42. Nice, das heißt, wir können dann in der nächsten Folge auf jeden Fall... Ich würde aber sagen, wir machen noch das Event mit zu Ende, oder? Wir machen noch das Event mit zu Ende, wir machen die Quest doch hier noch mit zu Ende. Quest ist doch zu Ende. Nein. Das ist genau, aber dich nicht, okay. Vielen Dank. Bitte kommt wieder, falls ihr mehr davon findet. Verstehst du, warum nicht du mir so weglevelst? Es tut mir leid. Ich werde mal irgendeinen Tag online kommen, da werde ich ganz viel craften. Genau. Das heißt wegleveln. Ich bin halt in Balken weiter als du, warum auch immer. Das habe ich ja jetzt. Und jemand hat mich in eine Gilde eingeladen. Was ist denn da falsch? Geil. Was steht da auf Tauren? Katzen. Ätzchen mit dem Hammer. So, jetzt ist die Quest fertig. Ich wurde auch in eine Gilde eingeladen. Gummibären. Wer? Die Gummibärenbande, ja, ja. Ist natürlich ein sehr, sehr schöner Name. Ich denke fast, der wird hier mit rumtigern. Aber ja, sicherlich. Das wäre, glaube ich, nicht... Ja, da oben, der Andi, runtergestuft von 46 auf irgendwas. Ja. Also auf 46 runtergestuft, sagen wir es mal so. Okay, ich würde sagen, wir machen das Event noch zu Ende, wa? Ja. Zielgerichtet. Ja, ja, ich ignoriere es mal nie, aber ich werde jetzt auch nie. Ich werde es jetzt nicht repräsentieren, die Gilde, ne? Kann man das nicht auf. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, nicht auf Ignorieren zu klicken? Ja, du kannst. Öffne einfach die Gildenübersicht, dann bist du. Ich fühle mich erneuert. Es ist schon zu spät, quasi? Ich habe schon auf Ignorieren geklickt, aber. Ach so. Ja, ich kann es dir ja trotzdem erzählen. Dann bist du halt quasi in der Gilde. Ja. Aber du musst sie nicht repräsentieren. Du kannst eigentlich in 20 Gilden gleichzeitig sein. Ach, kannst cool. Aber halt nur eine wieder, also repräsentieren nach außen hin. Ja, 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 okay. Siehst aber dann trotzdem halt in jeder Gilde, wo wer online ist. Siehst aber die Chats nicht. Okay. Erfrischend.
Okay, so läuft das also. Wusste ich nie. Naja, ist auch nicht so schlimm. Ding sag ich's dir ja, ne? Ja, das ist lieb. Ja, so ist er, so ist er. Ja, Gilde, wir hatten das, glaube ich, irgendwann in der Folge mal so nebenbei erwähnt, dass wir uns durchaus vorstellen könnten, so eine kleine Gilde aufzumachen, halt für die Zuschauer und uns hier. Aber, naja, hat sich ja noch niemand direkt dafür interessiert, also lassen wir das bisher noch. Kostet ja nur Gold, ja. Vermute ich mal. Sieht's aus. Achso, das Event ist eh schon fertig. Hallo. Ja, fast. Zeit abwarten. Hab ich noch was? Nö. So, wo müssen wir denn hin? Wir können ja schon mal einen Lageplan aufmachen. Gen Westen. Osten. Entschuldigung, Osten. In dem Gebiet hier. Ja. Alles klar. Das ist genau, was ich suche. Genau. Und das machen wir doch in der nächsten Folge, würde ich sagen. Machen wir deine weiter, in der übernächsten meine oder so. Oder vielleicht schaffen wir beide, wir wissen es ja nicht, in der nächsten. Genau. Keine Ahnung. Jedenfalls sehen wir uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.